Hi! Es gibt wieder mal Neuigkeiten aus dem Studio. Unter anderem, was hat es hier mit diesem Set auf sich? Dazu später mehr. Und am Ende unser Weihnachtsgewinnspiel. Also, dranbleiben. Bis gleich. So, und was hat es nun hier mit diesem Dschungelset auf sich? Und zwar, wir haben etwas für RTL produziert. Schaltet mal am 21.12.20:15 Uhr ein. Ich zeige euch mal noch ein paar kleine Impressionen. Wir haben hier viele Wochen dran produziert, viele Details eingebaut und ist, glaube ich, ganz lustig geworden. Ich tauche mal wieder ab und hier kommt gleich mal am Lagerfeuer wieder raus. Bis gleich. Wie gerade angesprochen, die Feuerstelle, eine Kiste mit Bananen. Es gibt sogar einen Weihnachtsbaum. Ein Weihnachtsbaum im Dschungel. Wie gibt's denn sowas? Wir haben sogar eine Hängematte hier drin. Ihr werdet es ahnen, worum es sich dreht. Hier zum Beispiel den Sand, die Erde. Da haben wir richtigen Sand genommen und mit Heißkleber festgeklebt und dann einfach draufgeklebt. Wir haben hier die Hügel aus einem Styrodurmaterial geformt und dann einfach grün bemalt. Man sieht hier noch an der Seite, wie es hergestellt ist, aus verschiedenen Lagen aufgebaut. So kleine Pflanzen wie das hier, das sind kleine Kunststoffpflänzchen, die man auch im Laden kaufen kann. Oder hier zum Beispiel so ein kleiner Minibaum, auch mit solchen ganz weichen Moosgeschichten dran. Die kann man sich teilweise auch in einem Gartencenter besorgen. Dagegen hier die schicke Palme, die muss man sich bauen. Die ist aus einer echten kleinen Wohnzimmerpalme sind die Blätter, abgeschnitten mit Draht hinterlegt. Und der Stamm ist einzeln gebaut. Man sieht auch hier so ein bisschen mit einzelnen kleinen Stoffbinden drauf, damit er auch seine Rindenstruktur bekommt. Tja, ein Bobbycar. Was hat ein Bobbycar in Gottes Namen im Dschungel zu suchen? Ist vielleicht schon wieder ein Indiz für einen Prominenten, einen Star, der, das kennt ihr vielleicht nach einigen Folgen, die wir schon produziert haben, der ab und zu mal Bobbycar-Rennen fährt. Und es gibt natürlich noch, da werden sich hier die Kollegen freuen, natürlich auch noch ein zweites Projekt, was wir schon mal so grob vorstellen können. Erstmal hier ein Hallo in die Runde. Hallo, schönen guten Morgen. Hier wird wieder eifrig gebastelt und hier entsteht doch auch was. Wer ist das? Ne, das ist ein blauer Drachen, das ist was anderes. Das ist unser neues Projekt, was wir vor Weihnachten im Kanal prämieren werden. Es dreht sich zumindest schon mal offensichtlich um ein Flugzeug. Und das wird dann hier bei den Figuren gebaut. Was ist das hier? Ist das hier die Biologieveranstaltung oder was? Genau, ja, da entsteht ein Skelett. Ja, das sieht ihm doch langsam ähnlich. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber ja. Gibt es noch eine andere Figur? Ja, es gibt noch hier die zweite. Könnt ihr schon mal schön eingepackt, damit da jetzt nicht so viel Staub drauf kommt. Mhm. Ja. So, und jetzt unser Weihnachtsgewinnspiel. Ihr müsst dafür was erraten. Ihr müsst dafür euch einen Film anschauen. Und zwar unsere Christmas-Episode, unsere Weihnachtsmarkt-Episode vom K-Team. Und wir wollen von euch wissen, wo, zu welchem Zeitpunkt im Film der K-Team, wenn so ein kleiner Kleinbus im Bild versteckt ist. Schreibt das hier in den Kommentaren rein, also den Timecode sagt man dazu. Und wir verlosen unter allen richtigen Kommentaren natürlich
zwei, nicht vier, zwei Original-Requisiten. Unser Original-Ghostbuster-Set, das hatte seinen Einsatz auch in einer K-Team-Folge. Da ging es um eine mutierte Riesenkarotte. Ihr erinnert euch vielleicht, das verlosen wir. Und der zweite Preis, die Original-Dechiffriermaschine aus einer, auch einer Folge von K-Team. Da war Merkel, Gutenberg und Westerwelle im Bunker und konnten nur so nach außen kommunizieren. Also, alles Originale, handgebaut und mitmachen, hier in die Kommentare reinschreiben. Und wir losen dann, wann losen wir überhaupt aus? Naja, am 24. losen wir aus. Also, bis dann, bleibt dran. Wir sind dabei, wenn ihr dabei seid. Ciao, ciao.